Kann man den Russen zerlegen? Necromorphs, danke. Tolle, tolle Atmosphäre, muss man sagen. Sieht auch schön inszeniert aus, aber... Ein bisschen mehr Eigenständigkeit wäre schön. Aber ich will jetzt noch nicht so negativ rangehen. So, warte mal, hier vorne glänzt was. Was haben wir da? Credits nochmal? Vier sind es nicht, 17. Und mal noch ein paar Tabletten rausholen. Naja. Ekelhaft. So, hier vorne ist eine Tür offen. Hier gehen wir nochmal rein. Alter, warum sind denn denn alle so eine Drecksäue hier? Wieso? Verstehe ich nicht. Damit kann er irgendwie, also irgendwie wirklich. Wir sollen die Scheiße sauber machen. So, das hört sich nicht so geil an. Okay, was erwartet uns hinter Torpi? Alles aus. Was? Was ist das? Mach das weg! Mach das weg! Mach das weg, halt gesagt! Hat mir das jetzt tatsächlich Leben abgezogen? Bestimmt, oder? Was? Echt Larven drin, Alter? Boah, ist das widerlich. So, hier vorne ist eine Kiste. Kann ich die öffnen und wieder zertreten? Messer frei? Hurra! So, was haben wir da? Was haben wir bekommen? Schön. 50 Credits und ein Gesundheitsinjektor. Schön, nehmen wir. Sind wir begrenzt tatsächlich vom Inventar? Oder können wir einfach... Können wir stacken? Bestimmt, ne? Ne, wir können nicht stacken. Okay. So, wir können einfach nur nutzen. Schade. Okay. Na gut, weiter geht's. Wurden die hier für Minenarbeiten eingesetzt, die Gefangenen, oder ist einfach dieser Gefängnistrakt in irgendeinen Mond drin gedremmelt worden, in diesen Callisto-Mond? Ich würde einfach mal mich verpissen wollen. So, wie ich so eine Geräusche höre. Da bin ich weg. Tschüsskowski. Elias? So. Hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Aha, okay. Okay, okay. So, nach dem nächsten Angriff würde ich mich tatsächlich mal heilen. Irgendwie. In der Hoffnung, dass die natürlich ordentlich Gesundheit wiedergeben. Und nicht nur so zwei Balken oder sowas. Oh Gott, nein! Hör auf! Nein, sie sind nicht infiziert! Tötungserlaubnis wurde erteilt. Tötungserlaubnis, schön. Alter! Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Okay. Um die machen wir mal einen ganz großen Bogen. Schleiche ich an den Sicherheitseinheiten vorbei. Hier hätte ich mich mal interessiert. Nee, okay. Wir hätten nur rüberspringen können. Ich dachte, ob man eventuell Hindernisse über zwei Arten überwinden kann. Also rüberspringen oder durchcrouchen. Nicht, dass das nochmal im Spiel nachher ein Thema wird irgendwie. Erst einmal gesprungen, erst einmal geduckt, runtergelaufen. Ne? Deswegen mal einfach mal probieren. So, kommen wir hier hoch. Ach du Schande. Ja, die Menschen legt da um und die lässt da rumlaufen, Albert. Okay, alles klar, wir müssen anscheinend hier hoch. Sicherheitseinheit Black Iron aktiv. Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen.
So, die Tötungsszenen, die sollen es auch richtig in sich haben. Haben sie im Vorfeld gesagt. Ich hoffe, wir sehen nicht so viele. Sie dürfen mich nicht sehen. Dann versuchen wir mal erstmal aus der Sicht zu bleiben. Okay. Habe tatsächlich ein bisschen Befürchtung, wenn ich jetzt hier aufmache. Dass ich jetzt direkt vor ihm stehe. Ja. Das tut er. Schön. Sieht mich, aber kriege leider keinen anderen Winkel hin, um ihn zu sehen. Wartet er jetzt einfach nur? Okay. Zur Not probiert mal hier vorzuschleichen. Oh, Alter, ist doch mal viel zu laut. Nimmt er doch wahr. Hat er das jetzt gehört? Ja, er hat auf jeden Fall erst im Alarmmodus. Ich hau ab. Schön unten bleiben. Was sind denn da hinten? Oh Gott. Mann, das ist doch alles nicht geil hier, ey. Scheiße. So, okay, komm mal dran vorbei, dann kann ich wenigstens hinstellen und durchlaufen. Ich könnte natürlich auch jetzt nochmal zurücklaufen und da mal schauen, ob man da irgendwie Loot findet. Würde er mit zurückkommen? Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. So, erstmal hier nochmal gucken. Da oben können wir mit irgendetwas interagieren. Oder wahrscheinlich ist es einfach bloß irgendein Hologramm. Und das waren vorhin auch diese Bilder, die vor dem Ausbruch quasi schon da irgendwie hangen. Und da denke ich mir doch so... Kontinuitätsproblem? Okay, ich gehe nochmal zurück. Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Na. So, jetzt da drüben hinlaufen. Wer steht jetzt da vorne? Bitte, bitte, bitte. Vielleicht ist hier etwas... Nö. Ekel aus. Was ist denn mit... Ach, ich will ja nicht wissen, was da liegt. Okay, gut, hier bin ich ja rausgekommen. Und das ist quasi der Weg, den der Androide gelaufen ist. Wie würdet ihr die Dinger nennen? Androiden? Androiden sind für mich irgendwie eher so ein bisschen was Filigraneres. Irgendwie, das sind ja richtige... Maschinen. Hm. Skynet-Style. Hier könnte man noch reingehen. Das würde ich mal probieren, tatsächlich. Ausgesetzt, er ist da. Oh nee, da vorne ist er. Würde er mich sehen? Sieht er mich auf diese Distanz? Sieht nicht so aus. Okay. Toll, hier ist aber gar nichts drin. Schön. Nicht. Dann los, komm. Jetzt will ich mich hinstellen. Aufgeschlossen. Könnte nochmal. Ich poker tatsächlich hoch. Oh, ins Licht laufen. Okay. Das sieht er nicht. Ach du Scheiße. Mailers Anerkennung. Neue automatische Aufnahme. Drücke Tab, um Inventar zu öffnen. Drücke Bild runter, um das Daten-BIOS-Menü aufzuwählen. Verwende die Pfeiltasten, ausgewählt von Daten-BIOS-Kategorien und einzelnen Daten-BIOS-Einträgen. Drücke Enter, um die ausgewählte... Okay, alles klar. Probieren wir mal. Okay, verstehe.
So, okay. Mit Alkin rüber. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Marler. Das war doch die Beknackte von vorhin. Heute ist Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Interessant, Geburtsort Europa. So, das können wir nicht abspielen. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Wir haben einfach nur IDs gefunden, oder was? Was soll das sein? Das ist Collectibles, kann das sein? Kein Spiel ohne Collectibles. Okay, gut. Ich würde mir tatsächlich hier vorne nochmal den OP-Bereich angucken. Oh Gott. Ah. Hier vorne ist noch eine Kiste. Gerade beim Zahnarzt gewesen. Schön. Ganz schau. So, komm, mach mal auf das Ding. So, lass mal sehen. Also ich kann jetzt tatsächlich nicht wirklich erkennen, ob ihm wirklich davon was abgezogen wird. Ich glaube ja, ne? Na gut, denn the moment has come. Alt. Und wir ziehen uns jetzt mal hier so ein schönes Ding ein. Okay, gut halten. Rinnegeber. Okay. Nice. Hammer. Man, das sieht doch alles aus, als wenn du dir sofort hier eine Infektion einholst, Alter. Okay, mit Schleuse kommst du nicht durch. Dann würde ich mal probieren, nach oben durchzukommen. Oh, was haben wir hier vorne? What is this? Eine Sicherung. Nimm die gute Sicherung, um Türen mit Strom zu versorgen. Okay. Wahrscheinlich da oben. Also, tatsächlich mich mal zu trauen zu rennen, weil ja alle anderen Türen zu sind. Heißt, der Terminator kann nicht rennen. So, okay. Na denn. Das automatisch. Ratzfatzbumm. Ach du Scheiße. Okay. Hau ab! Hau ab! Schon wieder was abgezogen worden hier, so ein Scheiß. Schon zittrig hier. Die Figur shakt so ganz krass. Weiß nicht, ob das so sein muss. Okay, weiter geht's. Mann, Alter, irgendjemand muss das alles nachher sauber machen. Wahrscheinlich einfach. Die ganze Basis einfach ausräuchern. So, Lockdown. Bums. Okay, wahrscheinlich macht es ja nicht so viel Sinn, jetzt irgendwie die Gesundheitsgel. Nur so. Auf die Hände, wa? Kann man machen. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst. Ach, das Gel benutzt er sofort. Verstehe. Kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Ja, danke für diese erhellenden Worte. So, rein in den nächsten Lüftungsschacht. Warte mal, da vorne. Taschenlampe? Haben wir jetzt? Kriegen wir eine Taschenlampe? Können wir die nehmen? So, komm, eine Taschenlampe kommt doch mal gut. Darf ich die nehmen? Nein? Das ist ein bisschen groß wahrscheinlich. Okay. Nimmt er nicht. Jacob, es wird immer enger hier. Wo bist du?
bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Okay. Also irgendwas geht auch in die Lüftungsschächte. Okay, da hinten sind zwei Feinde. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Oh. Wann kommst du? Er ist abgehauen. Wahrscheinlich war der scripted. Alter, warte. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, warte mal. Okay, also wir müssen tatsächlich die Feinde auch zerditschen irgendwie, weil wir kriegen Credits. Oder die Picke da drin versenkt, Alter, den Krähenschnabel, ey. Ist doch Wahnsinn. Ist doch einfach Wahnsinn. Raum. Der könnte was taugen. Na, nicht, dass er noch lebt. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Boah, Kiefer. Ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Tja, ist der jetzt besser? Mal schauen. Ich würde mal beim nächsten Gegner die tatsächlich mal benutzen. So. Und? Was haben wir hier? Was können wir hier machen? Ah, schön. Können wir nochmal kurz bei Benny und Steve im Kanal gucken. So. Bataille getan. Was? Habe ich aktiviert? Wo? Da. Es ist so übel. Es ist so übel, Mann. So, gib mal her deine 5 Credits. Ich hoffe, das, was wir uns kaufen können, kostet jetzt immer bitte 2000. Ja, ist jetzt, ist jetzt wirklich der Schocker besser? So, ich gucke mir tatsächlich das Gel nochmal schnell. Ja, wir müssen ja nicht verkommen lassen hier. Wer weiß, wie knäpplich das ist. Wahrscheinlich sehr knäpplich. So, einmal hier und einmal nochmal schnell eine Gel geholt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Backtracking in dem Game ist. Und, nips, so. Aber solche Sachen würde ich mir eigentlich ungern entgehen lassen, irgendwie. Gerade weil ich jetzt einfach noch nicht abschätzen kann, wie wir hier mit der Gesundheit managen. Oder mit den Health-Items managen müssen im Game. Deswegen hole ich mir jetzt das Gel. Und weht, ist nicht mehr da. Einfach schön Diesmond. Klatsch. Ja, 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 ja. Bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da. Damit dieser auf dem Weg nicht um uns war. Sieht nicht gut aus. Ja, ist noch da. Schön, doch. Cool. Wieder volles Leben. Ich würde gerne mal wissen, wo kann ich ihn überhaupt speichern? Speichert der automatisch? Wenn ich jetzt die Trophäe und alles wieder von vorne machen muss. Das wäre uncool. Tatsächlich gucken mit dem ganzen Blut hier keine. Da kommen keine Metallische Vibes bei mir jetzt auf hier in den Lüftungsschacht, muss ich sagen. Noch nicht. Vielleicht nein. So, weiter.
Hoch da. Und weiter geht unsere kleine Reise. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob der Elektroschocker so ein geiles Item ist, irgendwie. Im Gegensatz zum Vorschlaghammer. Der Vorschlaghammer war irgendwie ein bisschen... hat ein bisschen mehr Sexappeal. Das war einfach ein bisschen durchschlagender. Ditch, Batsch, Bam. Okay. Ja, man ist tatsächlich so konditioniert, irgendwie noch schnell... ich sage mal, diverse Körperteile zu entfernen. Ganz vorsichtig ausgedrückt, irgendwie, damit die sich nicht verwandeln. Deswegen auf jede Leiche einmal auftreten. Okay, da passiert nicht mehr viel. So, Zellblock, tralala. Was für ein Massaker. Was für ein gottverdammter Massaker ist das hier? Fertig aus. Fast geschafft. Ah, okay. Schauen wir nochmal. So, da vorne haben wir noch einen Container, den wir öffnen können. Kleiner Gesundheitsinjektor. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir hier nochmal einen Steg finden. Hier vorne sieht ganz gut aus. Anomalie erkannt. Oh je. So ein Typ. Hau dazu! Oh, krass! Okay, wo kommt der her? Na so, und wie willst du ohne Arm zuhauen, du Arsch? Ich habe nicht mehr viel Energie gekostet. Aber ich muss mich tatsächlich ein bisschen aufs Kampfsystem ein bisschen auch eingrooven. Und die Credits sind wahrscheinlich auch nicht zu verachten. So, da vorne jetzt auch nochmal weiter. So, gehen wir jetzt hier rüber. Ich würde tatsächlich... Moment mal. Moment mal, bitte. Wo ist denn mein Vorschlaghammer? Wo ist denn mein Vorschlaghammer? Echt jetzt? Ich hab keinen Vorschlaghammer mehr? Boah, den find ich ja uncool. Boah, das ist ja einfach irgendwie... Ah, okay. Gut, mit 3, wenn ich 3 gedrückt halte, tatsächlich, gibt er sich eine Injektion. Schöne Verschwendung, wunderbar. Aber ich muss ausprobieren. So. Richtung muss das nicht. Ja, Mist, Alter. Finker blöd. Finker doof. Den Vorschlag haben wir, fand ich gut. Der Power gehabt. Aber wahrscheinlich werden die Gegner irgendwann so schnell, dass du mit dem Ding halt einfach zu langsam bist. Oh Mann, Alter, hör auf, viele Leute runterzuschmeißen. Ja, schön. Gelenk. Okay, also wir hätten eh hier lang gemusst. Hier ist noch eine Zelle. Was haben wir denn da? Achso, hä? Echt? Ich bin jetzt hier? Ich bin wieder da, wo ich war? Wo ich schon mal war? Was ist das für ein... Okay. So, okay. Und? Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von ihm halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem. Was immer da auch vorgeht, das könnte endlich meine Chance sein. Ich muss nur bereit sein. Er muss nur bereit sein, ist klar. So, mal nehmen. Okay, also es macht tatsächlich keinen Sinn, die Leichen irgendwie zu treten nochmal. Alarm. Sicherheitssysteme offline. Okay, das Ding ist jetzt offen.
Schon mal fragen, kann ich senden? Warte nicht. Okay, na dann. Was für ein gigantischer Umweg irgendwie. Squad 9 rein. Sir, Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Uns nicht hören. Du. Wie zum Matrix, bist ja, du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab und dann geht dir alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Entschuldigung, fällt mir. Der Stasa-Handschuh. Den hätte gern. Das ist mein Wunder. Du kannst es haben. Anschau! Er actet so dermaßen emotionslos. Du kannst es haben. Elias, ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Das wissen wir noch nicht. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Nö. Okay. Alles klar. So, wir haben natürlich noch ein Lock gefunden, und zwar von Ferris. Der macht heute blau. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Nur Marlos Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. So, aber nichtsdestotrotz würde ich mich mal fragen an der Stelle, was ist jetzt hier wirklich passiert? Irgendwie sind wir jetzt hier auf eine außerirdische Lebensform getroffen? Irgendwie ist hier irgendein Virus eingeschleppt? Hat das irgendwie mit dem Virus auf der Erde zu tun? Okay, komm ich durch. Weil, also mit Ames hat er natürlich völlig recht, irgendein Scheiß ist hier plötzlich passiert. Irgendwie. Hat das was mit dem zu tun gehabt, was wir an Bord hatten? Nachwirkungen.